Hallöchen Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Captain Robots. Weiter geht's, ich habe ein bisschen gespielt ohne euch. Ja, ein paar Tage müsste es her sein. Hab auch sehr aktiv gespielt, es sind 5 Tage her tatsächlich schon. Und ich habe sehr aktiv gespielt. Wie ihr seht, ich habe 651 Juwele. Wir haben ja mittlerweile, ne, das letzte Folge war ja das mit dem Clan gewesen, oder vorletzte Folge. Und der Clan ist auch schon gut gefüllt mit 38 Leuten. Regeln, Spaß haben, haha, okay. Ja, wir wollten uns mal ein bisschen den Clan angucken. Hachi. So. Ja, wir haben ja so viele Leute schon drin, ich habe ja geschrieben gehabt, die sollen ihren Namen unter das Video schreiben. Ich habe einfach grundsätzlich jeden angenommen, die nicht diesen komischen spielgenerierten Namen haben, ne? Mit diesen Zahlen am Ende, mit Unterstrichen die ganze Zeit dabei, die restlichen sehen hier alle in Ordnung aus. Du warst so welche. Aber der Rest kann man nicht alles annehmen. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute hier reinpassen, genau wie sowas, das ist auch Unsinn. Wir haben mittlerweile, interessanterweise habe ich das gar nicht gemacht, oder? 180 von diesen Banner-Dingern, die wir benutzen können. Das Dumme ist halt. Ach so. Und jemand anders kann das scheinbar machen. Insgesamt 482 haben wir und 180 habe ich selber, die ich benutzen kann. Jeder kann sich also frei wählen. Das Dumme ist halt, nach jeder Season, wird das, soweit ich weiß, resettet. Das heißt, jeder Punkt, den du halt investierst, der ist halt nicht dauerhaft. Finde ich voll bescheuert. Die Maskottchen, die funktionieren übrigens auch nur im PvP. PvP mache ich derzeit nicht. Ja, deswegen. Gucken wir mal, wie man da ist. Finde ich einen Clan in Captain Robots ziemlichen Schwachsinn. In Grow Castle fand ich das wesentlich besser. So, was haben wir hier Schönes? An Robotern. Ich finde das gar nicht so verkehrt. Plus da kommt uns ein Schaden. Der Ruhm ist Bestie. Und das hier. Machen wir beides. Immer noch 80. Plus 5%. Plus 10%. Mhm. Jetzt habe ich halt noch 30. Kann ich die Tiere stehen damit füttern. Und der würde halt stärker werden. Halt nur für den Clan, ne? Für PvP. Was ich halt überhaupt nicht. Weiß nicht. Ich mag es einfach nicht. Gefällt mir überhaupt nicht. Wir haben aber erst noch 50 Millionen Gold, die wir investieren können. Ich bin hier übrigens bei 90.000. Das dauert Ewigkeiten, um den auf Level 6 zu kriegen. Das ist echt abartig. Hier sind wir auch schon fast Level 5. Wir kriegen 14 Juwelen. Das ist eine super krasse Belohnung, die wir hier kriegen. Es fehlen noch etwa 50 von jedem oder 60. Dann würden wir die 40.000 erreichen. Dauert also noch ein bisschen. Wir haben mittlerweile, wow, wir kriegen locker 20 bis, ja, 20, 22 Gold immer wieder. Eigentlich kriegen wir 21 Gold pro Sekunde. Der switcht aber immer wieder hin und her. Voll bescheuert. 22 Gold pro Sekunde. Wir haben nämlich mittlerweile solche. President Cat 2,5 Gold pro Sekunde. Astronaut Cat 2 Gold. Egypt Cat 2 Gold. Und ansonsten halt so ein bisschen Kleinkrass bekommen. Leider auch öfters mal so ein Scheiß hier, den man sich echt schenken kann. Sowas brauche ich überhaupt nicht. Genauso wie sowas hier, also wirklich dann lieber mehr Gold pro Sekunde. Ich würde hier ganz gerne noch die Stufe steigern auf 5 Millionen Gold. Weil wenn ich jetzt mal ausrechne, ich kriege 21 Gold im Durchschnitt. 21 mal 3600 sind wir pro Stunde, mal 24 sind wir bei 1,8 Millionen pro Tag. Wenn ich jetzt mal 3 Tage nicht da wäre, bräuchte ich einen Puffer von 5,5 Millionen. Das heißt, wir machen einmal noch die Stufe höher. Für 5 und dann können wir 8 Millionen Gold speichern, was auf jeden Fall echt viel ist. Shifting Gun, Beam Cannon, Radar, Vakuum. Ich fange einfach mal an mit dem teuersten. Mit dem Shifting Gun können wir erforschen. Dauert 30 Minuten. Den Rest kann ich leider nicht mehr erforschen, weil mir immer das Eisen fehlt. Bedauerlich. Das würde ich ungern gerade herstellen. Ich will irgendwie mehr die Gadgets herstellen statt die Items. So, wir haben 62 Fähigkeiten und Fähigkeitspunkte. Max, 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 max. Feuer habe ich, glaube ich, ne? Ich habe auch noch, ich gehe mal ganz kurz durch. Sehe ich hier nicht, ne? Wir haben hier nichts. Ihr macht eh keinen Schaden. Ihr sind auch nichts, scheinbar. Das ist Blitz. Das ist Feuer, das kann man sich denken. Das ist ebenfalls Blitz. Also Blitz brauche ich derzeit. Und das ist Feuer, aber, ne? Und die hier? Steht nicht da.
Also Blitz und Feuer das Wichtigste. Betäubungswahrscheinlichkeit von Donner-Elementareinheiten 10%. Element-Vorteilsschaden. Wenn ich also Gene angreife, dessen Element meines übertrifft, kriege ich mehr Schaden, was echt praktisch ist. Wir werden mal ein bisschen, ja, wir werden es eigentlich nicht gerade machen. Ihr seht, ich habe so eine hohen Stufen schon, weil ich einfach durch die ganzen Quests immer wieder plus 2 Upgrades machen muss. Wir werden noch ein bisschen, ich werde mal alles auf, ich gucke mal, was habe ich denn equipped derzeit? Kartonbox. Mal auf 70 bringen, den Flammenwerfer. Den Flammenwerfer habe ich übrigens auch letztens mal aufgerüstet mit einem Upgrade. Wir hatten nämlich das 31er Upgrade, noch nicht dafür habe ich das hier genommen. Setzt ihr ein Gebiet im Brand, das 400% Schaden in 10 Sekunden verursacht, das heißt mehr Schaden und mehr Dauer. Und hier wäre es halt gewesen mit einem weiteren Effekt, dass wir einmal sofort Schaden verursachen und dann 300% in 7,5 Sekunden. Fand ich jetzt nicht so gut, deswegen habe ich eher das verbessert. Die Tesla Gun wird noch ein bisschen verbessert. Die Cat Cannon Repairing NATO kann ich leider nicht weiter. Mind Control habe ich auch verbessert. Jetzt haben wir hier eine aktive Fähigkeit. Erhöht 100% Angriffsgeschwindigkeit und 50% Bewegungsgeschwindigkeit der beschworenen Tiere. Für 5 Sekunden und den Airport auch nochmal ein bisschen höher. Tesla Ball ebenfalls höher. Ein bisschen mehr Schaden machen. Ihr seht hier, der Schaden geht immer höher. Ding, 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 ding. Jetzt sind wir noch bei 38 Millionen Gold. Die werden unsere Helden investieren können. Auf Level 100 bringen. Witch Cat ist ja schon fast Level 100 gewesen. Und dann fehlt noch Foxy, die super viel Schaden dazu bekommt. So, 3,2, 3,8 Millionen Gold. Ach komm, wir haben auch Sturmschaden. Luftelement. Na, da habe ich keine Punkte mehr. Hier. Schadensreduzierung durch Luftelement. Ach so, naja. Was haben wir hier für eine? Der hat Blitz und der hier hat Feuer. Gift. Okay. Gift würde was bringen? Rüstungsfähigkeit von Gift. Oh, das ist interessant. Okay. Wir können, glaube ich, hier in der Karte ein bisschen weitermachen. Ich bin bei Welle 600, müsste ich, glaube ich, abgrasen. Ja. Machen wir mal. 95.000 Gold. Wir machen mal das Autoplay aus. Habe ich nämlich für die Wellenbekämpfung gemacht. Ich glaube, wir kommen da locker voran, oder? Das sieht schon ziemlich gut aus, dass wir da locker fahren können. Ich bin jetzt auch bei Welle, habt ihr gesehen, 800 oder so, ne? 800? 850 glaube ich schon. 852 bleibe ich gerade hängen. Weil ich einfach nicht, ich hatte einfach so viel Geld, was ich halt investieren musste. Sonst kam ich nicht mehr weiter. Was habe ich jetzt getan? Wir haben noch nicht ein bisschen Damage gemacht. Kommen wir so ganz gut voran. Die Bullen sind halt nervig. Die immer wieder meine Einheiten wegstoßen. Also ich fände schon ganz cool, wenn ich den Baum noch auf Level 5 kriegen würde. In der Hoffnung, der Baum hält auch, wenn das Event vorbei ist und ich jede Stunde ein schönes Päckchen kriege. Weil die Belohnung ist schon echt heftig, was man da bekommt, teilweise. Na, ah, meine Helden sind tot. Meine Ruhmbestie lebt noch. Mal schauen, ob es was wird. Es ist knapp. Es ist wirklich knapp. Ständig diese hässlichen Bogenschützen da oben drauf. Auch die Energie wird knapp. Aber wir haben es geschafft. Wir kriegen zusätzlich 105.000 Gold dazu. Wow. 3.000. Ich bin gespannt, wie schnell ich da sterbe. Ne? Der ist auch mit dem Zauber. Weil ich habe ja auch ab und zu. Nice, nice, nice. Sehr cool. Ich habe auch ab und zu die Fähigkeit, werde zweimal besiegt. Die Quest, werde zweimal besiegt. Bisher habe ich immer die 2.400. Jetzt habe ich die 3.950er, ne? Die wir da angreifen werden. Das nächste wäre entsprechend Welle 800. Ich glaube, das dauert noch eine Weile, bevor ich da weiterkomme. Okay, das heißt, wir kriegen jetzt nochmal 105.000 Gold zusätzlich jede Stunde. Sehr, sehr schön. Okay, meine Freunde, ich würde sagen, an der Stelle eine ganz kleine Pause. Wir sind in der nächsten Folge wieder. Wir haben noch 13 Millionen Gold, die wir investieren werden.
Und wir gucken gleich mal, wie die Weihnachtsevent, wie lange das, wie viele Schneeflocken, ich habe ehrlich gesagt nämlich keine Ahnung, ob wir da uns noch was kaufen können. Und wir machen uns nächste Folge. Wir sehen uns bis dahin. Ciao, ciao.